Ja, ich grüße liebe Zuschauer an dieser Stelle zum JFD Live Trading TV zum DAX heute Morgen, 10:55 Uhr, 16. Juli. Die EZB steht vor der Tür und wir wollen mal sehen, was im weiteren Tagesverlauf passiert. Was der DAX bislang gemacht hat, das sehen wir hier mal kurz im Stundenchart. Der hat sich nämlich hier weiter an den Fahrplan gen Norden gehalten und erobert jetzt hier sozusagen das nächste Widerstandslevel. Aktuell mit Tageshoch hier bei 10.680, 10.690 Punkten haben wir einen Horizontalbereich aus der Vergangenheit sozusagen hier ausgelotet, wo der Index jetzt aktuell steht und ja nicht müde scheint. Also die Vorfreude in Sachen positiver Statements seitens der EZB heute 13.45, 14.30 sind hier en vogue und der DAX insofern hier voller Mutes nach oben, voller frohen Mutes und weiteres Potenzial bis in den Bereich hier um 11.875 kann dem Index nunmehr unterstellt werden. Das muss man ganz klar hier an dieser Stelle so festhalten. Der DAX ist in einem Aufwärtsmomentum und hat sich hier der bärischen Tendenzen der jüngsten Zeit ganz klar entledigt. Und insofern ist hier der Fall nach oben auch weiterhin gerechtfertigt. Im kurzfristigen Bereich hier auf Intraday-Basis haben wir hier das Tief. Wir sind hier in der 24-Stunden-Indikation der vorbörslichen Geschehnisse als Support. Wir schauen auch gleich nochmal auf den 15-Minuten-Chart im MetaTrader, keine Frage. Aber hier haben wir jetzt erstmal einen kurzfristigen kleinen Supportbereich gebildet, der hier knapp um 11.600 Punkte verläuft und dieser ist wichtig für weiter anziehende Preise. Also wenn der DAX oberhalb von 10.600 Punkten jetzt verweilt, keine Frage, da sind 100 Punkte weg, aber wir müssen dem DAX so ein bisschen Spielraum erlauben. Bleibt er über 11.600 Punkten, dann dürfte als nächstes 11.875 locken. Entweder direkt beziehungsweise oder mit, also entweder direkt oder beziehungsweise mit einer vorherigen Pause. Das kann alles passieren. Größere Rücksetzer, wie gesagt, wenn sie denn kommen, 11.600, da sollte Schluss sein und dann besitzt der DAX in jedem Falle gute Chancen, weiter nach oben anzuziehen. Ansonsten gehen wir unter 11.600, dann ist die Gefahr gegeben im Zuge auch erhöhter Wolle, dass wir hier diesen gebrochenen Abwärtstrendkanal, also die obere Trendlinie des nicht kann als der Abwärtstrendlinie viel mehr seit dem Allzeithoch hier touchieren, dann wären Rücksätze am Bereich L4 durchaus eine Option. Eine theoretische. Wohl bemerkt, man muss sehen, ob der Index dies tatsächlich macht. Sieht derzeit nicht danach aus. Die Bullen sind hier, wie gesagt, on vogue und das sieht so aus. Also wollen hier oder würde der Index weitere Preishochs feiern. Und genau dasselbe sehen wir auch hier auf Tagesbasis. Also der Ausbruch, die Stabilisierung dann jetzt infolgedessen über 11.400 Punkte hat hier das erste Ziel in Aussicht gestellt. Jetzt haben wir hier einen kleinen Rücksetzer erwartet, um dann hier, Sie sehen den blau gestrichenen Fall, tendenziell eine weitere DAX-Performance nach oben zu sehen. Also das ist hier mal de facto unbestreitbar, dass der DAX hier den bullischen Weg eingeschlagen hat, einschlägt und wahrscheinlich auch weiter ausbauen wird. Sieht hier derzeit nicht nach einer größeren Schwächephase aus. Der Markt huldigt sozusagen die jüngsten Ereignisse. Und wenn wir auch heute nochmal an dieser Stelle auf den DAX schauen in Sachen Wochentagsstatistik, da wird deutlich, dass wir heute hier ganz klar den bullischsten Wochentag während der letzten 52 Wochen haben. 66% ist eine Hausnummer und insofern hier getragen von den EZB-Hoffnungen, vielleicht auch dann durch die Statements, beziehungsweise das, was eben hier heute Nachmittag, am frühen Nachmittag folgen wird, hat der DAX dann hier durchaus noch Chancen, ein Stück weit oben drauf zu legen. Rein, wie gesagt, von der Technik her. 11.875, das wäre jetzt hier ein Widerstandslevel, wo der DAX hinlaufen könnte, um dann vielleicht morgen vor dem Wochenende, Freitag hier wiederum interessanterweise der schwächste Tag, wenn gleich Dienstag auch knapp dran ist, aber mit 42% haben wir hier eine leicht bärische Tendenz und vielleicht gibt es dann am Freitag Rücksetzer. Also Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende würde eigentlich ganz gut ins Bild passen, aber per se ist der DAX hier, wie gesagt, bullisch zu sehen. Das ist faktisch der Fall und unglaublich, wie stark der Markt sich hier jetzt nach oben arbeitet. Aber Saisonalität, die saisonal schwierigen Phasen kommen ja erst noch. Jetzt schauen wir hier einfach mal auf den 15-Minuten-Chart in der JFD 24-Stunden-Indikation. Hier sehen Sie natürlich auch die Aufwärtsbewegung. Und rein technisch, warum 11.875 Punkte möglich? Anhand der True Range, anhand der Average True Range, die hier im Schnitt 260 Punkte voraussagt, DAX heute 116 bislang gelaufen. Das ist übersichtlich und mehr als das Doppelte steht hier noch zur Verfügung. Insofern hat der DAX hier gute Chancen, eben nach oben aufzudrehen. Gleiches beim Xetra DAX. Da sind wir nicht ganz bei 11.875, aber hier bei 11.800 35 rund, auch hier 230 Range Punkte
Punkte pro Tag und 109 erst absolviert. Also haben wir hier sowohl als auch noch deutliches Potenzial vom Monatshoch hier überwunden, auch hier in der Indikation überwunden. Das ist per se alles sehr, sehr bullisch. Also hier kann wirklich nur noch die EZB den Knüppel zwischen die Beine werfen, um dann den DAX wieder nach unten zu drücken. Aber bislang gab es ja immer euphorische Stimmen und insofern, wenn die quantitativen Easing-Maßnahmen jetzt hier nicht unbedingt mit Aussicht auf ein Ende sozusagen begrenzt werden, Quantitative Easing Europa, dann sieht es eigentlich ganz gut aus, dass der DAX hier weitere Zugewinne erzielen kann. Rücksetzer, wie gesagt, sollten hier nicht unter 11.640 Punkte führen. Hier im Intraday-Chart schön zu sehen, das Vormonatshoch, das Vortageshoch, das sind hier Situationen 11.630, 11.640. Wenn es ein Pullback gibt, ist dieser Bereich durchaus interessant für einen spekulativen Long. Aber Obacht, die Wolle am Nachmittag ist definitiv hoch und insofern mal abwarten, was passiert. Ich sage erstmal danke jetzt fürs Einschalten. Wir sind schon wieder durch für die DAX-Beschau. Wenn Sie mögen, kommen Sie dazu beim nächsten Mal und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine gute Zeit. Bis später, Ihr Christian Kimmerer und tschüss.